Hallo, in dem heutigen Video teste ich eine neue Packung aus, mit der ich meine Haare aufgehellt habe, wie man in dem Vorher-Nachher gut erkennen kann. Und ich muss sagen, mit der neuen Packung hat das Ganze super gut geklappt. Das ist nämlich das Färbesträhnchen-Set von Schwarzkopf und diese Packung hat es echt in sich. Die Farbintensität hat hier richtig zugenommen im Vergleich zu der DM-Packung, die ich normalerweise nutze, plus die Haube zum Strähnchen rausziehen ist hier super, super gut. Das ist zunächst einmal der Inhalt, was die Färbepackung alles beinhaltet. Nun kommen wir zu der Vorbereitung der Haare. Wie immer färbe ich meine Haare immer auf ungewaschenem Haar. Ich glaube, ich habe hier meine Haare eine Woche nicht gewaschen. Separiere dann meinen Scheitel in der Mitte so sauber wie es geht. Kämme meine Haare komplett durch und dann erst setze ich die Haube auf mein Haar von oben sozusagen komplett vorsichtig drauf, damit kein Haar verrutscht und alle Haare genauso sitzen, wie ich sie sozusagen vorher vorbereitet habe. Hier sieht man das Ganze, glaube ich, auch schon super gut, wie fest und sauber die Haube auf dem Kopf sitzt, ohne zu verrutschen. Und dann kann man sich mit diesem kleinen Haken dann die einzelnen Strähnen rausziehen. Je nachdem, wie hell ihr eure Haare haben möchtet, desto mehr Haare könnt ihr dann auch rausziehen. Wenn ihr ein paar Strähnen haben wollt, müsst ihr dann halt immer jedes zweite, dritte Loch erst ein Haar rausziehen. Also beziehungsweise so ein Haarbüschel. Und wenn ihr eure Haare genauso hell haben möchtet, wie ich sie habe, dann müsst ihr da halt genauso viele Härchen aus den Löchern ziehen, wie ich es mache. Nicht zu viel, auch nicht zu wenig, aber halt schon fast jedes Loch. Bis zur Mitte eures Kopfes an den Seiten und im hinteren Bereich genauso. Und mit diesem Haken funktioniert das Rausziehen der Haare super einfach. Ich glaube, das sieht man hier auch ganz gut, wie ich das Ganze auch ohne Spiegel super gut hinbekommen habe, weil das Set so stabil ist. Also das ist unglaublich gut. Ich weiß, diese Packung ist im Vergleich zu der DM-Verpackung etwas teurer, aber es sind auch nur 2-3 Euro. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Alle, die bisher ein Problem damit hatten, sich die Haare hier in der Haube rauszuziehen, sollten das mal mit dieser Verpackung austesten. Denn ich sag's euch, ihr werdet es blind schaffen, weil das so einfach und sauber geht. Nachdem ihr dann eure Haare rausgezogen habt, so viele wie ihr färben möchtet, dann müsst ihr die Haare unbedingt durchkämmen und schauen, dass da wirklich keine Knoten drin sind und ihr alle Haare rausgezogen habt, die ihr auch färben möchtet. Hier seht ihr, wie viele Haare ich rausgezogen habe. Im oberen Bereich ganz viele, dann bis zur Hälfte an den Seiten, sowie auch hinten bis zur Hälfte. Danach müsst ihr euch einfach nur die Farbe laut Verpackungsangaben zusammenmischen und könnt die Farbe auch schon auftragen. Ich beginne immer am Ansatz und verteile es dann in den Längen. Ich benutze so viel Farbe, sodass auch wirklich all meine rausgezogenen Strähnchen mit der Farbe bedeckt sind. Das Ganze lasse ich bis zu ca. 40 Minuten, aber nicht länger, im Haar einwirken und wasche es dann aus. Nachdem ich dann die Farbe aufgetragen habe, kontrolliere ich nochmal mit einem Spiegel, ob ich auch im hinteren Bereich meinen Kopf komplett mit Farbe bedeckt habe, sodass auch wirklich alles schön gleichmäßig gefärbt werden kann in der Zeit. Und damit keine Zeit hierbei verschwendet wird, habe ich hier noch einen kleinen Hack für euch. Weil die Haube ja so stabil ist, habe ich hier die Möglichkeit, die vorderen Strähnen noch gleichzeitig färben zu lassen. Das heißt, ich mache das einfach so, wie ich im Video zeige. Ich hebe sie ein wenig an, schiebe sie nach hinten und trage dann die Farbe auf die vorderen zwei Strähnen auf, die ich etwas heller haben möchte. Hier könnt ihr dann schauen, ob ihr das genauso machen möchtet, ob ihr die vorderen Strähnchen ebenfalls hell haben möchtet oder mehr. Ich bin hier ein bisschen ausgerastet und habe ein paar Strähnen mehr mit eingefärbt, sodass der vordere Bereich sozusagen mein Gesicht framet. Und alles, was an Haar so um mein Gesicht drumherum fliegt, heller wird. Nach der Einwirkzeit von 30 bis 40 Minuten ungefähr habe ich dann die Haube abgenommen. Hier sieht man das auch in Echtzeit, wie einfach das Ganze funktioniert. Das ist super, super simpel. Also da bleibt auch kein Haar hängen.
Und dann habe ich meine Haare natürlich abgewaschen und das Silbershampoo circa eine Stunde drin einwirken lassen, falls ihr das Silbershampoo auch ebenfalls haben möchtet. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Und hier seht ihr auch schon das Endergebnis. Also meine Haare sind super hell geworden. Die Strähnchen sind ja schon noch ein bisschen sichtbar. Aber ich habe mich sozusagen mit der Verpackung aufgehellt und ich liebe das Ergebnis. Natürlich habe ich euch auch abgefilmt, wie ich mir die Extensions ins Haar reingesetzt habe. Denn ich habe meine Haare hier nach dem Färben verlängert. Das Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!